Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Elden Ring Shadow of the Erdtree Tree zusammen mit dem Baumstreicher, der da hoffentlich gleich aus dem goldenen Symbol aufploppt. Ja, lass das mal den Ladescreen durcharbeiten. Ja, ja. Wir wissen doch Internet und Deutschland. Ja. Aber hallo. Wir haben beschlossen für heute, dass wir die Höhlen, die wir bis jetzt entdeckt haben, machen. Das sind 3 Stück. Ich glaube nicht, dass wir alle 3 jetzt schaffen, jetzt hier in einer Aufnahmesession. Würde mich wundern, dann wären wir echt gut. Weil ich bedenke, wie sehr wir aufs Maul bekommen haben beim letzten Boss. Dass hier wahrscheinlich, selbst wenn es einfacher wird, nicht viel einfacher werden. Was sind das eigentlich für hässliche Viecher? Witzig. Das ist halt in dem Sinne die anderen halt nur jetzt mit einem anderen Kopf. Ach, cool. Wir starten. Gräbertal-Lilie 1? Echt jetzt? Boah. Ja, okay, das ist... passt schon, ich krieg mich unter... Ich will mich nicht aufregen, alles gut. Ja, okay, ja. Was war da gerade passiert? Vor allem, warum ist da so eine riesige Blutpfütze? Oh! Wow, der Start ist lächerlich. Okay. Du kommst ja nicht rein. Auch wenn das definitiv keine Absicht war. Ey! Ja, Freund im Ruhe, du Spacken. Was ist das? Multifunktion? Blaswash? Kampfstachel? Was denn noch? Safe, da kann man von... Das ist ja nur auf der vorderen Hälfte. Ich wette mit dir, man... Das ist wieder so ein Koop-Ding oder man kann es... ja, auslösen, draufspringen, um dann weiterzukommen. Ich wollte halt die Wände schlagen. Oh, Fan-Drops, da sind sie wieder. Schön, hab sie auch gar nicht vermisst. Oh, Magier, das ist natürlich für mich gerade unpraktisch. Das ist echt. Ich würde mal Pitstäbe reinschmeißen, ja. Gelbe Fulgurblüte. Achso, wir kommen gerade gar nicht hoch zu ihm, kann das sein? Richtig. Ha. Also ich kann sowieso gerade nicht gucken, weil ich keine Dingens. Er hat einfach eine Kanone als Kopf. Wie cool ist das denn? Wow, da wo ich bin. Ach, hier ist das Ding zum Rüberhüpfen. Na schön. Noch so ein Kanonenschädel. Harzknoten. Gelbe Fulgurblüte. Hi. Da vorne ist ein Magier. Stirb. Dass das nicht irgendein anderes Ding ist? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Also ich bin der Meinung, das sieht nach so einem, also, weil es würde halt mathematisch nicht hinkommen, mathematisch soll ich schon. Doch, kommt hin. Dort kommen wir her. Geradeaus links haben wir es auf den Kopf gekriegt und wenn wir da jetzt geradeaus rechts gehen, stehen wir drauf. Kommt hin. Also ich würde immer noch hier lang laufen, aber ja, ist okay. Unbedingt irgendeine neue Waffe haben. Ich liebe Mensch. Diese Waffe, aber ich möchte fürs DLC einfach eine neue Waffe benutzen. Komisch. Ist irgendwie nicht derselbe. Ist das nochmal ein anderer? Oder vielleicht ist das der erste?
Das ist okay. Das heißt aber, dann lohnt es sich, bei dem anderen nochmal runterzuspringen gleich. Ach! Blackie! Was etwas gemeiner an den Blackies hier ist. Die Alten haben sich backstabben lassen. Er hat doch jetzt nur Aragons Moveset. So, was gibt's hier? Große Geisterteil-Lilie. Okay, das ist tatsächlich was Cooles. Mal abgesehen davon, dass es uns im Coop natürlich nicht wirklich weiß, was das bringt, aber. So, wo ist denn das Ding hier? Lohnt sich das da drauf rumzuhüpfen? Ich probier's einfach mal aus. Bist du schon hoch? Ja, ich bin hier schon oben. Ich sag dir kurz, hier ist ein Sarg, hier kann man runterspringen. Hier ist optional. Nice. Nice, optional höre ich doch gerne. Oh, an dem Sarg ist los. So ist es. Schwarzer Ritterkommandant Andreas. Oh, ich glaube, der könnte meinen Rollo ablösen. Ich war ja mit meiner Asche komplett auf Haltungsbrechen und das ist ein schwarzer Ritter mit fetten Hammer. Das dürfte Haltungsbrechen nett pur sein. Gut, jetzt erstmal spiel ich mit dir, aber. Sobald halt nicht mehr. Da werden ja bestimmt ein paar Solo-Momente bei kommen. So, und jetzt würde ich tatsächlich von dem anderen Spitzding runterspringen wollen einmal. Ich habe mein Kamerabild übrigens mal ein bisschen verschoben, damit ihr mehr von meinen Estussen seht, wollte ich gerade sagen, aber es ist ja eher Purpur, Tränen, Flaschen, Dings da. Ach, hier sind wir. Nee, warte. Ach ja, hier drüben warst du schon. Da oben ist der Kanonenschädel. Jedenfalls hier noch. Nein, ich war hier nicht. In dem Raum, wo ich gerade war, schon. Ja, du bist ja auch nicht ganz runtergedroppt. Du bist ja wieder auf der vorherigen Ebene. Handbuch des uralten Drachenritters. Ja, sag dich doch, aber es ist der Raum, wo du warst. Das ist genau das, was ich sagte. Und das ist der Raum, wo du warst. So, Mr. Kanonenschädel ist runtergesprungen. Das ist nett von ihm. So, Mr. Kanonenschädel ist tot. So, und jetzt springe ich ganz runter. Hier können wir wieder hochklettern, okay. Führt das zu dem Kanonenhaini oder? Das kann gut sein, auch wenn der Kanonenhaini halt schon tot ist. Ja, führt zum Kanonenhaini. Hier oben liegen noch mal. Also, ich sehe drei Fulgurblüten. Die Leiter hoch hier einfach stumpf, ne? Ja. Gucken wir mal. So. Nicht weglaufen. Ah, da kannst du auch einen haben. Meine FP wachsen ja nach. Ich sollte mir mal diese Kette holen, damit ich hier mit den versteckten Wänden es einfacher habe, falls hier welche sind. Oh. Ah ja, gut. Der Sprung tat weh. Ich hab schon runtergeguckt. Geradeaus sieht irgendwie faszinierend aus. Brauchst den Aufzug nicht nochmal aktivieren, da unten ist tödlich. Aber davor hätte man abspringen können. Yep, das mache ich auch noch mal kurz. Da wird wahrscheinlich eh nur wieder irgendein Schwachsinn sein. Das ist eigentlich fast immer hier so. Und ich bringe mich um. Hab dich ja auch lieb.
Anwesenheit halt so schrecklich, dass du dich gleich zu Tode stürzen musst? Deine Anwesenheit ist so schrecklich. Also es tut mir leid, dass du so sehr leiden musst. Ich hatte keine Estus mehr, also... Ich frage mich gerade, ob ich jeweils aufhören, das Estus zu nennen. Wahrscheinlich nicht. Achso, noch. So. Soll ich dir ein bisschen entgegenkommen? Ich hoffe eigentlich, dass ich bald wieder zurückkomme, aber letztendlich kannst du mir auch entgegenkommen, bisschen. Ja, ich rieche, dass du es nämlich nicht schaffst. Boah, Mann, kannst du mal weniger negativ sein? Ich bin noch kein Kack-Noob. Nur ein bisschen tollpatschig. Gut, je nachdem, wer hier gerade zuschaut, kann das mit dem, ich bin noch ein Kack und vielleicht einer anders betrachten, aber. Ich komme ja an sich ganz gut zurecht. Hier sind ganz viele. Ach du Scheiße, ich habe einen fiesen Raum gefunden, der vielleicht wirklich unangenehm ist. Ah. Bist du jetzt weitergelaufen? Ja, der Raum, wo du gestorben bist, da habe ich einfach einmal kurz abgebogen. Das ist ein fieser, riesengroßer Raum mit Stacheln von oben und einem Magier, der von vorne schießt. Also halb so schlimm. Ja. Soll ich dich gleich wieder abholen kommen? Wenn ja, wo? Wie gesagt, mein Symbol liegt vorerst noch an einem Leuchtfeuer. Ich kann es aber auch schon wieder bei woanders hinsetzen, wenn du möchtest. Hast du ein Loch, wo man noch reinspringen könnte? Spannend. Vielleicht kann man am Anfang wieder doch zurück, weil ich zu viel Schaden kassiert habe, weil einfach die Kanone gottlos as fuck ist. Joa. Wattenreiche Runde 3. Spielen. Das heißt, ich weiß zumindest, wo es weitergeht. Ich würde euch dann einmal kurz wegblenden, damit ich den Strike holen kann. Sprach her und rette den Raum mit Fahrstuhl. Oh, fuck! Nicht nur ein Raum mit Fahrstuhl, sondern ein Raum mit Stacheln in der Decke. Toll. Kann auch kurz um mein Leben rennen hier. Unangenehm, unangenehm, unangenehm. Ja. Ich hole euch einfach gleich hier wieder mit rein und dann passt das schon, ne? So, da sind wir wieder alle beide. Schön hier in diesem Räumchen. Achtung, oben der gesamte Raum ist mit Stacheln bedeckt. Ich sehe das. Wir haben die Möglichkeit, links in dem zweiten Fenster durch ein Loch runterzufallen oder ganz hinten rechts die Treppe zu nehmen. Das sind die beiden Wege, die wir haben. Ich tendiere tatsächlich dann zum Loch. Dann würde ich erstmal das Loch. Gut. Das ist sofort einig, passt ja. Hi Magier. Wow, mein Schwert ist zu kurz. Ha. Was geht das? Ach, das. Heslon Slime. Geisterteil Lilie 4. Okay.
Das war unangenehm. So Kreuzfeuer und so. Wow, ich war hier gerade da und wollte heilen. Und da kam ein Slime von oben. Ist doch egal. Nein, das ist nicht egal. Was bringt es, wenn du tot bist? Nee, das war ja darauf bezogen, dass du nicht da warst irgendwie. So. Glassplitter. Oh. Elektroladung. Oh. Das ist was Neues. Ruf Blitze herab, um den Körper mit Elektrizität aufzuladen. Wenn diese Anrufung aufgeladen ist, wird der Bereich mehrmals von Stromstößen getroffen. Durch Aufladen verstärkt ihr die Wirkung. Okay. Das klingt eigentlich sogar ziemlich geil. Je nachdem, welcher Bereich damit abgedeckt ist. Wird wahrscheinlich nicht so krass sein wie das Gewitter von hier Remnant 2 Typen. Aber irgendwas in die Richtung wäre schon cool. So 10 Meter um mich rum, nicht nur ein. Das wäre nett. So. Ach, hier sind wir. Gut. Ja. Yeah. Dann jetzt die Treppe. Meist eine Heilung. So. Ist wohl doch nicht die ganze Fläche. Ach ja, da war ja noch was im Dach. Eine gebrochene Rune. Fahrstuhl, nicht hier Treppe. Hier oben am Sarkophag warst du schon? Genau, da war einfach nur ein Magier. Und da gab es so eine Schattenland-Rune 3 war das, glaube ich. Fahrstuhl führt einen, glaube ich, auch zu Tode. Ja, ja. Werd auf der wahrscheinlich wieder unnötigen Ebene natürlich einmal abspringen. Jetzt. Werd wie immer ein paar Wände schlagen. Wird halt zum guten Tod in dem Spiel. Oh Gott. So, hier unten. Marika Falls. Heißt das, wir sind eigentlich bald am Ende mal? Achso, wir sind wir am sind Ende. Am Boss. Ah, okay. Dann heile ich nochmal und schluck mal einen FP-Trank. Nehmen dann direkt nochmal meine aktuelle Flasche des wundersamen Arznei. Schnelleres Haltung brechen und mehr Feuerschaden. Go. Achso. Und auf in einen feuerresistenten Gegner. Oh, das wäre jetzt dumm gelaufen, aber dafür habe ich ja dich noch. Was haben wir denn Schönes? Irgendein Menschen. Todesritter! Der hat auch ganz schön viel Leib schon wieder. Ah, okay. Backstepper. Easy. Brauchen sich ja keine Mühe mehr geben. Oh, er ist mit dem Backstep zum Abgehauen. Arsch. Der Typ hat Flügel, nur mal zur Info. Oh. Und du hattest eine Flugstunde. Oh, er hat sich geheilt dadurch. Ich hab mich gerade geheilt. Achso, er hat sich geheilt. Er hat sich durch dein, durch den Gratis-Buch, den er dir geschenkt hat. Okay, das ist ja nicht so nett. Das ist jetzt nicht so geil.
Also nicht von ihm greifen lassen. Wissen wir das. Also bislang... Oh Gott. Bislang haben echt alle... Das Moveset hätte ich gerne. Das erinnert mich total an Frieda Stenze, nur mit Blitz. Komm, lass den Striker mal kurz heilen, ne? Ich hab doch genug Leid, um geärgert zu werden. Nein, die Backstab-Logen finde ich, das ist natürlich immer schön, wenn das geht beim Boss. Schade. Holt mich Backstab! Oder auch nicht. Schade. So. Doppel-Echse des Todesritters, Purpur-Bernstein-Medaillon plus 3. Oh mein Gott. Purpur-Bernstein-Medaillon. Plus 2 wird gegen plus 3 getauscht. Sehr schön. Sind zwar irgendwie nur 34 mehr live, aber es sind immerhin 34 mehr live. Geil. Und die Echse muss ich mir auch mal angucken. Ja, wahrscheinlich wieder ein Geschicklichkeitsding. Da bin ich ja gerade nicht bei, ne? Nee, Stärke-Geschicklichkeit. Blitzbolzen, okay. Ich nehme sie mal. Ich kann sie tragen. Wow. Okay. Hey, der Blitzbolzen schockt irgendwie nicht, aber sonst. Warte, bei der Doppelachse. Warte, wenn ich das auf eine mache? Das gleiche. Was macht der denn genau? Doppelaxt. Aus einer niedrigen Haltung heraus verwandelt sich der Körper in einen Blitz und stürmt mit rasender Geschwindigkeit geradeaus. Starker Angriff führt einen blitzerfüllten Wirbelhieb. Okay, genau das wollte ich mal aufnehmen. Kleinen Moment. Ich gebe mal kurz Geld aus. Ich bin gleich bei dir. Yeah! So, das probiere ich jetzt natürlich aus. Mr. Schmied. Voraussetzung, ich habe alles da. Wahrscheinlich fehlt mir Schmiedestein 2, wird mir jetzt fehlen oder so. Obwohl, es dürfte vielleicht mit Dunkelschmiedestein gehen, ne? Ja. So, rein vom Scaling her machen die jetzt nicht so viel Schaden. Das muss ich jetzt leider sagen. Eine Asche kann ich wahrscheinlich nicht dran machen, ne? Hätte mich jetzt auch gewundert. So. Also ich normalerweise, wenn ich jetzt beim Striker mitspiele, würde ich euch ja gerne mit rausnehmen. Also das machen wir mal so. Da ich jetzt aber kurz zwei Sachen ausprobieren möchte, bleibt mal mit dann dabei, würde ich sagen. So, wo ist denn das Blitzdings da? Komm, ich nehme mal einen Speer mit und... Auch das Blitzding drumherum. Blitzfestigung. Nein. Wie sah es denn aus? Da, Elektroladung. So. Was waren das jetzt hier? Nebel des Katakomben. Genau. Bin gespannt. So. Okay, und ist recht günstig. Also ich bin schon an der Gnade. Ja, alles gut. Und Symbol. Alter, wie lange. Das bleibt
Guckt um mich rum. Wollt ihr mich? Meint ihr das eher? Oh, das. Okay. Oh, das Symbol liegt grob da, wo deins auch lag. Dann kann ich dich ja rufen. Ja. Macht mir irgendwie kaum Schaden, das Ding. Das ist irgendwie cool, aber. Schadenswert. Lass mal stecken. Ich werde das jetzt mit der Waffe mal ausprobieren und dann ist gut. Ja, mal gucken, vielleicht. So. Moment. Guck mal, also ich habe das Ding jetzt einfach um mich rum. Ist eigentlich total cool. Hast du den Gegner schon tot, den ersten? Die ersten sind schon tot. Ach so. Ich habe mich ja nicht, ich habe mich ja nicht angesetzt, nachdem. Ja. Also der erste, der noch lebt, ist der Kanone-Heini. Der runtergekommen ist, nett. So. Rein vom Schaden her, was mache ich? 6. Wow. So, warte, dann habe ich noch was anderes. Das muss ich mal kurz experimentieren. Und dann... Jetzt ist der Kanonenhaini echt nicht der beste Ort dafür. Schicker Move. Könnte ich mich mit anfreunden. Ja, muss ich mal ausprobieren. Müsste ich hier nochmal mein... Große Last. Na toll, scheiße. Egal. Ich hab gerne Life-Ray, wenn die Gegner sterben. Das heißt, das Ding werde ich immer mit mir führen. Du kannst auch Dingens. Du kannst doch auch das Abzeichen von Dingens mitnehmen. Kami, der Räumer, regeneriert EP beim besiegten Gegner. Ja, ich hab meine hier Dings da sind schon. Weiß nicht, ob ich da irgendwas von ändern wollen würde, das ist so mein Problem. Gut, Drachenschild-Talisman könnte ich streng genommen wegnehmen. Und wenn ich dann das noch reinnehme, was du da gerade sagtest, wäre das in Kombination mit dem Schwert natürlich auch nochmal witzig. So, jetzt mache ich hier nochmal bei den Mage, ja, das Vergnügen. Es gibt so viele Sachen halt, was auf Lifestyle gehen kann. Sag mal, breche ich eigentlich nach jeder Haltung davon, wenn ich jemanden treffe? Naja, du machst eine Menge Hits auf jeden Fall. Ich brauche noch ein Opfer. Also. Ich bin ja komplett auf Stärke und Haltung brechen ausgelegt. Und jetzt wirst du gepunished. Woher wusstest du das nur? Weil du greedy wurdest, das habe ich an deiner Tonart schon gehört. Ja, ist okay. Die Waffe gefällt mir, ich lasse sie drin. Ich würde eigentlich noch mal sagen, folgentechnisch machen wir ja eigentlich auch so weit Feierabend. Weil wir machen jetzt einfach hier die Arena hier nochmal. Wow, ich bin bei mir wieder gespawnt und auch direkt tot. Cool. Mach die Katakomben nochmal, beim nächsten Mal geht's in die nächste Höhle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.